Meine Meldung der Woche kommt diese Woche natürlich immer noch aus der Ukraine, beziehungsweise aus dem Krieg, der uns auch wirtschaftlich betrifft in Deutschland, in Schleswig-Holstein. Und das hat in der letzten Woche natürlich auch mich als Wirtschaftsminister umgetrieben. Welche Auswirkungen hat es? Was machen die Sanktionen mit Unternehmen in Schleswig-Holstein? Obwohl die wichtigste Botschaft zunächst mal ist, dass alle meine Kontakte in die Unternehmerschaft, alle Menschen, die ich gesprochen habe aus der Wirtschaft, alle sagen, es ist jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig, wie es sich auf uns auswirkt. Wir wollen klarstellen, dass Freiheit und Frieden über alles geht und die wirtschaftlichen Aspekte jetzt zurücktreten müssen. Und trotzdem müssen wir uns natürlich darauf einrichten, welche Auswirkungen es hat, nicht nur, dass Menschen zu uns kommen als Flüchtlinge, sondern auch, wie es sich auf Unternehmungen auswirken kann. Wir haben zum Glück in Schleswig-Holstein nicht so viele Unternehmen, die im Russland-Geschäft massive, große Umsätze drin haben. Aber es sind immerhin 250 Unternehmen, die zum Außenhandelsvolumen mit Russland beitragen, das insgesamt nicht so groß ist, aber bei der einen oder anderen Firma schon eben auch eine Bedeutung haben kann. Und da ist es wichtig zu wissen, wie ist man betroffen, wie kann man im Zweifel auch helfen, von staatlicher Seite aus gegebenenfalls andere Absatzmärkte zu finden und wie ist die Auswirkung vielleicht auch auf andere Firmen durch das Unterbrechen von Lieferketten. Ich sagte es schon, der Außenhandelsumsatz mit Russland und der Ukraine spielt eine volkswirtschaftlich untergeordnete Rolle. Etwa 1,3% unseres Außenhandelsvolumens sind dadurch betroffen. Einzelne Unternehmen, bei denen ist es dann in der Tat etwas heftiger. Und vor allem diejenigen machen sich große Sorgen, die Produktionsbetriebe und damit Mitarbeiterinnen mit oder Mitarbeiter in der Ukraine oder in Russland haben. Wir haben uns auch darüber unterhalten, dass in einer solchen Kriegssituation im Osten Europas natürlich auch Angriffe auf uns leichter möglich sind im Cyberbereich. IT-Sicherheit spielt zurzeit eine wichtige und große Rolle, auch für die Unternehmen in Schleswig-Holstein, auch für den Schutz unserer Infrastruktur. Mein Appell ist deshalb, den Servicepunkt Cyberkriminalität in Anspruch zu nehmen, den wir in einem gemeinsamen Bündnis zwischen Wirtschaft, Landeskriminalamt und Wirtschaftsministerium ins Leben gerufen haben. Dahinter verbergen sich viele Digitalunternehmungen aus Schleswig-Holstein, die helfen können, was das Thema Cybersicherheit angeht. Und es ist besser jetzt, sich aktiv zu schützen, als hinterher festzustellen, dass man bei einer Attacke vielleicht bestimmte Daten nicht mehr retten konnte. Alle Unternehmen haben mit Energiepreisen zu tun und mit Energieversorgungssituationen. Steigende Energiepreise wirken sich bei dem Bäcker genauso intensiv aus wie beim Industriebetrieb in Brunsbüttel. Und da werden wir alle einen Preis dafür bezahlen müssen, den wir eben in diesem Konflikt auch zu zahlen bereit sein sollten. Denn andere Leute zahlen ganz andere Preise zurzeit dafür. Das Ganze macht nach wie vor betroffen und ist erschreckend. Ich bin ganz froh darüber, dass der Westen eine geschlossene Antwort gibt und einheitlich unterwegs ist. Und ich bin ganz froh darüber, dass es diese Geschlossenheit auch ist, die hoffentlich dazu beiträgt, dass diejenigen, die als Aggressoren unterwegs sind, unter Druck geraten.